Hey Marcel. Ah, alles klar. Hi, Tachchen. Hast du auch Ja. eine Kamera? Ja, warte, ich mache es jetzt an. Voilà. Hi. Na? Grüß dich. Guten Tag. Ach, wie schön. Moment, ich mach Morning, mal ja. Galerie an sich, damit wir uns schön sehen. Ach, Ja. schön. Ja, Ja, ich ist mach. mal schön, nur zu zweit oder so zu dritt, weil, weißt du, wir hatten viele jetzt so mit 8, 12, 15, 20, da braucht es ja doch ein bisschen Disziplin. Ja, absolut. Aber ne, so ist schön. Ich sitze jetzt hier, habe gerade einen Kaffee getrunken. Ah, mach's mir jetzt mal bequem, leg die Beine hoch. Und ja. Ja, ich stehe immer gerne lieber bei solchen Sachen, weil Achso, das. ne, ich hab hier noch gestanden jetzt die letzte Zeit. Und Ja, das ich habe ist. heute Morgen gesehen, du warst schon Kaffee trinken, hast du in Facebook gepostet. Ja, ich war kein Kaffee trinken, aber die Inhaber der Rösterei. Also Moxa sind A, gute Freunde, B, auch langjährige Partner meines Teams und C, die haben halt Bio Fairtrade Kaffee, die besichtigen dann auch Kaffeeplantagen in Costa Rica und so, sind auch direkt mit den Bauern. Also das ist halt richtig geiler Kaffee, der kostet halt 30 € Kilo, aber man schmeckt Ja. halt einen Unterschied. Das heißt, im Unterschied zu dem Kaffee, den wir für 10, 11, 8 € kaufen. Der ist halt, ja, der wird halt in 3 Minuten durchgeröstet, so ein normaler Kaffee. Und da ist der Röstprozess, also die werden Sorten rein geröstet, dauert halbe Stunde, teilweise dreiviertel Stunde, je nachdem. Dann werden die gemischt, dann blenden die da. Also ist halt eine Kaffeemanufaktur. Und da kannst du auch Kaffeespezialitäten trinken in dem Laden von denen. Ja. Da denkst du auch, boah, das soll Kaffee sein. Das ja, ist aus Kaffee gemacht und richtig, richtig gut. Geil. Also Und ist ganz in langsam. Köln? Das ist in Köln, ja. Das heißt, die Rösterei ist mitten in der Stadt, also direkt gegenüber vom früheren Medowisch Theater. Und Ja. ja, lohnt sich. Also für Kaffeeliebhaber lohnt sich das. Und die machen auch Barista-Kurse, die haben jetzt ein bisschen expandiert, so eine Halle dazu gemietet, da umgebaut. Also, ja, Kaffee ist schon, ja, finde ich, sein Grundnahrungsmittel, aber es ist halt lecker. Also den Kick braucht man, glaube ich, nicht, aber es ist halt Ja. einfach richtig lecker. Ja, geil. Ja, dann herzlich willkommen. Der kleine Kaffeeausflug hat natürlich den Start wunderschön versüßt oder verkaffeet, wie man nennen soll. Ja. Und Ja, genau. danke, dass du auch meiner Einladung gefolgt bist. Und weil ich bin immer ganz aufgeregt, denn das, was du gerade hier erlebst und auch möglich machst, ist ja, dass ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, den ich ja Fluss des Lebens nenne. Und ich würde gerne. Das mache ich immer so am Anfang. Mal kurz sagen, warum heißt der Fluss des Lebens und warum lade ich gerne Menschen ein, die du vereinst ja mehrere Dinge, man kennt dich, da sind viele Dinge in deinem Leben passiert, die im Fluss des Lebens stattfinden, weil ich sage immer, wir sitzen auf so einem Bötchen in der Gegenwart und schippern auf dem Fluss rum und manchmal reißen uns die Strömung weg der Vergangenheit und in der Zukunft ist aber noch so viel Kraft und Energie, dass wir die manchmal nicht sehen, weil wir in der Strömung im Strudel uns befinden. Und deswegen also der Titel Fluss des Lebens und die Inspirationskraft. Ich habe in der Corona-Zeit habe ich über 50 kleine schnelle Videos gemacht, so ein Daily Achim. So, und da sind viele Leute auf mich zugekommen, weil ich da meinen Impulsen gefolgt bin und haben gesagt, Mensch, mach doch mal einen Podcast, wo du das Thema noch vertiefst. Aber die Idee ist ja, dass ich irgendwann natürlich, ich meine, Marcel, ich kann mir vorstellen, dass du abends gerne da sitzt und guckst mir 2 Stunden zu, 4 Stunden. Das ist natürlich Quatsch. Die Menschen wollen natürlich auch Menschen kennenlernen und treffen und von Menschen hören und sich inspirieren lassen. Und ich nenne das so Kraftinspiration, die dahinter stecken. Ja, und von daher danke, dass du heute mitmachst. Und das soll sich gar nicht so schicksalshaft anhören, wie das immer gerne so in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht wird, sondern es soll auch lustig sein. Deswegen würde ich gerne gleich zum Einstieg dir mal was zeigen. Ich weiß nicht, ob du es noch erinnern kannst, ja? Das ist unsere Weil, Wette. ja, genau, weil du mein Leben verändert hast. Und das ist immer mir ganz wichtig, so wie ich dem Joey letzte Woche gezeigt habe, dass ich mit einer seiner DVDs Marathontraining gemacht habe für New York auf dem Laufband im Winter und habe mir immer wieder seine DVD angeguckt. Und was bei der Wette passiert ist, wo ja die Julia Klöckner noch Wettzeuge war, und du musst dir vorstellen, ich habe leider diese Serviette nicht mehr gefunden oder das Blatt Papier, worauf wir das geschrieben haben. Und die Wette war ja, dass ich in einem Jahr 20 Kilo abnehme, weil ich hier noch ein bisschen kräftiger bin, so wie ich heute ja auch wieder bin. Und diese 20 Kilo dann dazu führen, dass ich mit meinen Kumpels Berlin-Marathon mitlaufen konnte. So, ein Jahr später ist das passiert.
Da habe ich meine 20 Kilo, habe ich ja pro Kilo dann jedes Kilo verkauft, jedes Kilo Fett verkauft. Und neben dir steht auch noch meine Mama hier, ne, hier. Und bin total stolz, dass im Prinzip diese kleine Wette und die Inspiration, die du mir gegeben hast, dazu geführt hat, dass ich in dem Jahr den Berlin-Marathon gelaufen bin, das erste Mal die Vortour der Hoffnung völlig ohne Schieber mitgefahren bin und das nachhaltig ja einen Einfluss auf das Leben hat, ja. Und auch übrigens, das will ich natürlich nicht versäumen, weil hier im Hintergrund auf unserem ersten Bild, da ist in der Mitte der Chris Bennett, der ja leider Gottes uns verlassen hat. Der liebe Chris, also liebe Grüße auch hier aus dem Podcast an dich, lieber Chris. Ich weiß ganz genau, dass du von da oben zuguckst. Und das möchte ich nicht versäumen, dem Chris hier auch noch liebe, liebe Grüße zu hinterlassen. Weil ich eben das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, unglaublich, dass der Chris auch noch drauf. Also wie viel Energie da drin steckt. Ja, habe ich gehört. Ja, da glaube ich auch dran, dass der Chris uns entweder von da oben zuhört oder von ganz woanders, der dann auch schon wieder da ist. Schauen wir mal, wie sich das alles so ergibt hier mit uns zwei. Ja, wunderbar. Wie siehst du sowas, wenn du sowas siehst und dieses Beispiel, was ja jetzt an meiner Person, sagen wir, die Begeisterung natürlich für jemanden, der in seinem Leben solche Dinge gemacht hat wie du, die ja so in so ein Gemeinschaftsunterbewusstsein mit reingehören, ne? Also wenn man das alles hört, was die Tour de France betrifft, zum Beispiel deine Teilnahme und deine Ereignisse, du merkst, ich renne jetzt einfach rein in das Gespräch. Und dann darf ich, 14, 15 Klar. Jahre später, darf ich sowas erleben. Passiert dir das öfters, dass du das Leben von Menschen veränderst oder positiv beeinflusst? Genau, also da hätte ich es angesetzt. Du hast gesagt, ich habe dein Leben verändert. Das würde ich noch nicht mal so sehen. Ich habe es nicht verändert, aber ich habe den Anstoß gegeben, dass du es veränderst, weil unser Glück, unsere Gesundheit, das liegt fast immer in unseren eigenen Händen. Und das muss man aber auch verstehen, das muss man auch wollen. Man muss sich ja auch damit abfinden, dass ja das kölsche Sprichwort von nichts küt nix, nämlich dass man ja für dass das, was man heute tut, das wird unser Morgen, unsere Zukunft beeinflussen und auch vorbestimmen. Und ich glaube, häufig kommen wir von diesem, also das wissen wir ja alles, das ist intuitiv in uns verankert, das wissen wir als Kinder, das wird dann irgendwann durch die Gesellschaft, durch die Art von Gesellschaft, in der wir leben, wird das auch so langsam aberzogen, fängt im Kindergarten an, geht über die Schule und dann ist so dieses nach innen schauen und bei sich sein, sich über Dinge klar zu werden, die für einen selber wichtig sind, das gerät immer mehr in den Hintergrund, weil die Leute viel arbeiten müssen und viel Geld und hör mal, kannst du doch nicht machen, kannst dich doch nicht hängen lassen und da muss man durch, so dieses Durchhaltezeugs. Das ist alles im Grunde nicht verkehrt, solange man aber immer wieder den Weg zu sich selber findet und bei sich ist. Also gerade als Profisportler lernt man das, dass so hier ist, sage ich jetzt mal, die körperliche Leistung. Auf der anderen Seite hast du das Mentale. Und so, wenn das gut ausbalanciert ist, dann bist du hier deutlich besser, als wenn das ein Stück runter geht und das ganz weit hoch. Weil diese Disbalance dann hinzukriegen, weil der Körper ist dann der Motor des Sportlers. Und ja, der Fahrer oder Läufer oder Schwimmer, der ist aber auch hier ganz präsent. Und wenn das nicht im Einklang ist, dann kommen keine großen Leistungen zustande. Aber Und der Sport macht es ja jetzt so offensichtlich. Da kann man sagen, da erfährst du die Leistungssteigerung. Wenn jetzt, ich treffe hier jeden Tag Menschen in Firmen, die ein gewisses Maß an Sport treiben, manchmal gar keinen Sport treiben. Wie kann man das denn transformieren und übersetzen? Ich meine, ich mache das natürlich im Mentaltraining und alles und diese Kraftimpulse zu geben, aber wie würdest du denn jetzt das, was du im Sport ja steigern kannst und ausgleichen kannst, führt das eigentlich dazu, dass man sagt, also ohne Sport kannst du es gar nicht ausgleichen? Grundsätzlich kann man das auch ohne Sport ausgleichen. Also ich kenne einige Menschen in meinem Umfeld, die treiben fast gar keinen Sport. Also die gehen vielleicht mal spazieren, das würde ich jetzt nicht als Sport nennen, nicht als Sport bezeichnen würde. Sport ist irgendwie, wenn man auch mal schwitzt. Aber grundsätzlich sind die körperlich sehr gesund, die sind geistig in ihrer Mitte. Aber die haben dann natürlich auch Jobs, die für sie auch eine persönliche Erfüllung gewesen sind. Die wollten diese Jobs machen, die machen diese Jobs gerne. Sobald man da ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommt, nämlich dass man einen Arbeitsplatz hat, der irgendwie nicht so ganz das ist, was man sich vorstellt, man aber aus Angst, nichts Neues zu finden, sich gar nicht erst woanders bewirbt oder darin verharrt und jetzt auf die Rente wartet,
Da ist natürlich ja, die Disbalance vorprogrammiert und da kann tatsächlich auch Sport helfen, wenn es dann die Chance nicht gibt auf ein erfüllteres Arbeitsleben, dass man dadurch Dinge, also diesen Frust, der dann vielleicht mal aufkommt, diese Unzufriedenheit, dass man das kompensiert oder halt rausspült durch, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit 15 Kilometer und fahre nachmittags 15 Kilometer zurück, sind jeden Tag 30, hört sich jetzt für viele Leute an, boah, das ist ja total viel. Aber 15 Kilometer fährt man meistens, ich sage jetzt mal, nicht mit dem Rennrad, sondern wenn man von der Arbeit nach Hause fährt, in 40 Minuten. Und diese 40 Minuten, die machen schon den Kopf ganz schön frei. Also kenne ich auch von vielen Leuten, die eben auch nicht die Zeit haben, wirklich noch Sport zu treiben. Ich glaube, da ist ganz wichtig, dass die Menschen begreifen, naja, man muss auch mal nach innen schauen, was brauche ich? Aber so dieses Bequemlichkeitsdenken, auch ich gehe jetzt auf die Couch und esse dann Chips, das führt dann natürlich auch zu einer körperlichen, ungesunden Lebensweise und letzten Endes zu Krankheit und später dann sogar Übergewicht. Übergewicht. Also ich kann nur sagen, dass eine der ersten Antworten immer, wenn es um Marathon, meine Langstreckenläufe geht, wo ich immer der schwerste Läufer im Feld war, mit über 100 Kilo, natürlich jetzt 25 Kilo leichter als jetzt, aber immer in 4,5, 5 Stunden gelaufen bin, den Marathon, anstatt in 3,5 oder so. Aber was immer die erste Reaktion war, war immer aus der Sichtweise der Menschen, die noch keine 2 Kilometer gelaufen sind, die natürlich das für unvorstellbar hielten, überhaupt 40 Kilometer laufen zu können. Wie du gerade sagst, so kann sich ein Mensch nicht vorstellen, 10 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ja? Und ich glaube, dass dieser ganze Ansatz, der da drin steckt, enorme große Auswirkungen hat auf unsere gesamte Gesellschaft mit vielen, vielen Depressionen und Burnouts. Und diese Inspirationskraft, die wir nicht aufhören dürfen, in die Welt zu schießen, was du gerade sagst, dass Menschen einfach Kleinigkeiten ändern mit dem Blick nach innen. Du hast aber gerade im Nebensatz noch gesagt, bleiben jahrelang an einem Job, auf die Rente hin und erzeugen jeden Tag eine kraftlose Vergangenheit, die am Ende des Tages so schwerwiegend wird, dass man die Veränderung überhaupt nicht mehr für möglich hält. Ja? Und da kann ich nur sagen, bei dem sportlichen Vergleich zwischen uns beiden, das ist ja natürlich kein Vergleich, aber schon nur zu sagen, ein paar Volksläufe, ein paar Halbmarathons und vielleicht auch mal den Traum zu verwirklichen, hat dazu geführt, dass das natürlich mein ganzes Leben verändert hat. Und immer in den schwierigsten Situationen ich mich an den eigenen Haaren aus der Gosse ziehen kann. Ja? Und das Spannende daran ist ja, das weiß ich nicht, wie das bei dir ist, wir vergleichen uns leider Gottes immer in den Maßstäben, dass wir zum Beispiel zu dir hochgucken und sagen, ja, er hat ja bei der Tour de France, ja, und gehen erst gar nicht aufs Fahrrad. Ich musste als schwergewichtiger Läufer, ich habe mit über 140 Kilo angefangen, musste ich die Entscheidung treffen, im Winter mich nicht zu schämen dafür, dass ich langsam bin und kräftiger. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Ja, ja, und, ich glaube, um da kurz einzuhaken, warum sollte man sich schämen? Doch nur dann, wenn man die Bestätigung des eigenen positiven Seins dadurch kriegt, wie man durch andere bewertet wird. Weil wenn uns egal wird, was andere von uns denken, guck mal da, der dicke Achim mit 140, was ein Fleischklops. So, das können die ja denken. Die sind ja auch frei. Aber meine Freiheit geht halt so weit, bis sie der anderen nicht einschränkt. Und wenn du als 140-Kilo-Klops von mir aus auch eine Arschbombe vom Fünfer machst im Schwimmbad, da finden die Kinder sogar toll, dass es so schön platscht. Aber es muss uns egal werden, was andere von uns denken. Und auch das ist in dieser Gesellschaft mit sagen wir, diesen ganzen geschönten Facebook-, Insta-Posts und da wird für ein Foto wird da ein halber Tag geopfert, damit es auch alles schön aussieht. Aber das ist halt wirklich nur die Hülle. Und in den meisten Menschen, die eben solche Dinge machen, sieht es innen ganz anders aus. Und dieses Zurück zum Innen, also ich brauche es gar nicht mehr, weil ich bin halt da. Aber dabei hat mir eben auch die Karriere als Profisportler geholfen. Aber ich kenne auch viele, die es dann irgendwann mal begriffen haben. Man braucht eine gewisse Reife, ein gewisses Alter. Ich sage mal so, ab zweite Hälfte 30 wird man dafür ein bisschen offener. Ab zweite Hälfte 40 sollte man es eigentlich verstanden haben. Und dann ist es selbst mit 50 nicht zu spät, sich vielleicht mal mental ein bisschen coachen zu lassen, ein bisschen Support zu holen. Genau wie Personal Training für Leute mit Zielen auch eine gute Sache ist, weil man hat Pflichten und eine Verabredung. Und wenn man mit 50 dann wieder bei sich wäre, naja, wenn du dann 90 wirst, hast du noch 40 gute Jahre, anstatt diese 40 energielosen Vergangenheits- und Zukunftsjahre vor dir. Aber wie ist das denn, also wenn ich mal, also viele unserer Leute, die das jetzt im Laufe der Zeit sich angucken oder anhören,
wissen ja nicht, was dir damals passiert ist. Da bist du ja praktisch aus dem Olymp des Profisports durch den Unfall rausgerissen worden. Wie war das denn da mit dem Ansehen, was du verloren hast? Oder ne, wenn du vielleicht mal so das erzählst, was damals so in dem Rahmen passiert ist. Ja, unsere jüngeren Zuschauer, denke ich, wissen das gar nicht, was da alles passiert. Ja, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Also klar, als kleiner Junge habe ich davon geträumt, Radprofi zu werden. Da war ich 10. Und wenn man dann mit 21 seinen ersten Profivertrag unterschreibt, dann ist das schon mal A, ein gutes Gefühl. B, ein deutlich besseres Gefühl, wenn dann der Kindheitstraum endlich in Erfüllung geht, nicht nur bei der Tour de France zu starten, sondern als Tour de France-Etappensieger dann auf diesem Podium zu stehen, diese Musik zu hören. Das war schon grandios. Also, das sind diese Träume, die dann wahr werden. Und das fühlt sich echt gut an. Und da kann ich auch nur jedem sagen, es lohnt sich, für seine Träume zu kämpfen, hart zu arbeiten und diese auch nie aus den Augen zu verlieren. Das ist das eine. Wenn man dann 6 Wochen später, ich habe immer gesagt, vom Hero to Zero, ich habe hier gerade, ist wirklich Zufall, ein Buch von mir liegen, nämlich hier Sprinterjahre. Gibt es auch nicht mehr. Geil. Das ist ein gebrauchtes Exemplar von Amazon, gibt es für 81 Cent. Ich habe das jetzt für ein paar Nachwuchsfahrer, die ich auch ja, so ein bisschen mental Und auf das gibt ihre. es nicht mehr? Also, das gibt es schon. Also, es ist im Ja. Verlag ist es ausverkauft. Ich habe ganz wenige Exemplare hier noch gehabt. Aber bei Amazon 81 Cent. Ich habe es für ein paar Nachwuchsfahrer jetzt bestellt, habe das denen geschenkt. Und ja, da ist einfach so ein bisschen dieser Karriereknick, der. Kam, du stehst auf dem Podium, 5. Juli und 11. August 2000, fällst auf den Kopf, hast einen Schädelbasisbruch, verlierst das rechte Auge, Jochbeinbruch, Siebbeinbruch, Augenhöhle getrümmert, offener Schädelbasisbruch. Ja, und da war die Karriere von jetzt auf gleich zu Ende. Was am Anfang natürlich total sekundär war. Ich wollte ja eigentlich nur erstmal gesund werden, weil wenn du nicht gesund bist, dann kannst du die Karriere eh abschreiben. Und als ich dann gefragt wurde bei der ersten Pressekonferenz, das war glaube ich 2 Wochen nach dem Sturz, nach einer langen OP, also in dieser Schädelbasis-OP, ja, wie geht es denn weiter mit deiner Karriere? Das war mir in dem Moment egal. Ich wollte gesund werden. Jetzt bin ich gesund, bin sogar sehr gesund, habe zwar nur noch ein Auge, aber man kann ja auch mit einem Auge positiv in die Zukunft gucken, besser als mit zweien immer nur pessimistisch. Und auch dadurch habe ich gelernt, auch vielleicht noch ein bisschen dankbarer zu sein, noch ein bisschen weniger Dinge als grundgegeben vorauszusetzen und sagen, hey, das ist super. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich wach werde. Ich freue mich jeden Morgen, wenn es regnet, sage ich, oder brauchst du die Blumen nicht gießen. Wenn es schneit, sage ich, da freuen sich die Kinder. Und wenn die Sonne scheint, sage ich auch, dann freue ich mich auch. Dann kann man vielleicht mal ein Rundchen mit dem Fahrrad drehen. Also einen positiven Blick auf alles das zu werfen, was einen umgibt. Es gibt ein schönes kölsches Sprichwort, das heißt, der Driss siehst, immer zu Aids. So, das heißt, die Leute sehen, boah, das ist aber doof und das ist aber dreckig. Und das, ey, aber dann guck doch mal auf der anderen Seite, wie schön das da ist. Und ich weiß nicht, ob das ja, in der Natur des Menschen liegt oder des zivilisierten westlichen Menschen. Aber ich glaube, das ist immer eine Sache der Perspektive. Und diese zu wechseln, die lohnt sich, weil dann sieht man A viel mehr. Und auch aus anderen Gesichtspunkten kann man seinen Horizont und seine Lebenserfahrung da deutlich durchsteigern. Also leiden wir zu wenig, dass wir nicht mehr bereit sind, so Glücksmomente positiv, sind wir zu durchschnittlich, sind wir zu satt? Ne? Also wenn du jetzt Menschen kennenlernst, denen du deine Story, die du uns gerade gesagt hast, wo ich ganz inspiriert von bin, da wieder aufzustehen. Und so geht es ja vielen da draußen, die irgendeinen Unfall hatten oder wo was passiert ist, was massiv einwirkt. Und dann dieses halbvolle Glas wieder zu sehen. Was sind wir, also sind wir zu fett? Sind wir zu voll? Ja, also Also nicht körperlich, sondern nein, vielleicht. ist klar, aber also grundsätzlich geht es uns so gut, also hier in unserem Kulturkreis, in unserem Umfeld, in all dem, ich meine, man muss sich ja nur mal die aktuelle Situation auch anschauen, wo dann halt Freiheit eingeschränkt durch Maske und wir wollen das nicht. Also wie gesagt, das ist so ein Ding, hey, meine persönliche Freiheit, die hört auch da auf, wo sie die Freiheit eines anderen irgendwo tangiert. Und wenn ich Menschen schützen kann, indem ich sowas trage, dann trage ich das selbstverständlich. Das ist ein Selbstverständliches, das ist eine Grundpflicht eines mündigen Bürgers. Aber die Leute wollen meckern, sie wollen nölen, sie wollen sich beschweren. Aber das ist ja so ein schönes Wortspiel. Also wenn man hört, wie würde es dir denn gut gehen? Ach ja, ich wäre gerne so leicht und die Leichtigkeit des Seins, das hat jeder schon mal gehört. Und jetzt,
das Deutsche to complain, also sich beschweren. Was macht? Ich beschwere ja mich. Also ich mache mich schwer, dann mache ich das doch erst gar nicht, dann bin ich doch leicht. Aber viele Menschen, ja, und die sind auch noch froh, ich werde mich über sie beschweren. Also ich mich über egal was, mache mich schwer. Ja, dann lass das doch einfach, du willst doch leicht sein. Und diese Entscheidung, die kann jeder jeden Tag neu treffen, kann seine Wut, seine Frust, seine Angst vielleicht auf eine andere Art und Weise verarbeiten. Aber also dieser Schrei nach Aufmerksamkeit durch Kritisieren, Beschweren, genau, weil das so einfach ist, weil man immer Gleichgesinnte findet, die einen mitbeschweren, wenn ich in Firmen bin und ich verbiete im Prinzip Feedback für die Zukunft und sage, wenn du loben, zieht nach oben, ist ja die Devise. Und wenn du in ein Lob auch mal was verpackst und sagst, du bist der tollste Mitarbeiter, wenn du die 5 Minuten morgens früher kommst, ist alles Jod. Ne? So ganz banal. Nein, was machen wir? Im Mitarbeitergespräch kriegt er gesagt, sie sind 7 Mal zu spät gekommen und wir geben ihnen jetzt eine Abmahnung und wir schlagen drauf. Und dieser Mensch hat vielleicht eine Gewohnheit, die ihm in frühes Kindesbein angewohnt wurde, wo er somit zu kämpfen hat und darf dann nicht da raus und wird nur an seinen, genau, da wollte ich drauf hinaus, wird nur an seinen Schwächen gemessen und nicht an seinen Stärken. Und das ist ja der Hammer, was gesellschaftlich gerade abgeht, auch in der Corona-Krise, wie du sagst, wenn die Grenze überschritten wird, dass der Freiheitsverlust so empfunden wird, dass ich nicht jemanden schützen darf, muss mich dafür schämen, eine Maske anzuziehen, weil das kritisiert wird von denen. Ja? Und dieses sich um andere bemühen, Hammer. Ja, das ist ja eigentlich das Schönste, was es gibt, sich für andere bemühen dürfen, indem man eine Maske aufzieht. Ja, hallo, Freunde. Ja, und einfacher geht es ja nicht. Also ich meine, dann ziehst du halt so eine Maske an. Ja. Du musst ja nicht mit der Maske den Col de Tourmalet hochfahren bei 40 Grad, sondern im Supermarkt oder sonst wo tragen. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir doch eine große Zahl von Menschen haben, gerade jetzt hier in Deutschland auch, die das auch so sieht, die auch sehr viel gelernt hat, vielleicht auch in den letzten Jahren sind ja diese Themen auch immer wieder häufiger aktualisiert worden, aber beziehungsweise auch angesprochen worden waren in den Medien. Aber grundsätzlich ist es für mich, glaube ich, so, dass wir ja auch so ein bisschen lernen sollten. Also ich sage mal, nicht müssen, man muss ja nicht, aber oder lernen wollen sollten. Dass man auch nicht alles, wie wir eben schon gesagt haben, ja, auch mache ich jetzt Sport, oh nee, ich bin zu dick, oh nee, ich kann keine 2 Kilometer laufen. Die Leute, die, ich müsste mal, ich sollte, ach, ich könnte. Warum machen die Leute einfach? Die fangen dann auch an zu überlegen, die zerdenken alles. Und es gibt nichts Einfacheres. Sehr gut. Es gibt nichts Einfaches als machen. Einfach mal machen und gucken, wie es ist. Weil wenn ich das 17 Mal zerdacht habe, dann fange ich eh nicht an. Aber wenn ich einfach mal mache und gucke dann für mich persönlich, Mensch, war das jetzt schön? War das jetzt schlimm? War das jetzt in Ordnung? Wie fühle ich mich hinterher? Weil manchmal ist es ja so dieses Aufraffen. Jetzt muss ich die Laufschuhe noch suchen. Wenn man da ein bisschen Organisation reinbringt, kommt von der Arbeit nach Hause, da stehen dann direkt die Klamotten, Anzug aus, Laufschuh rein und dann direkt aus der Tür, dann ist man nach 30 Sekunden froh, dass man es gemacht hat. Und das Ach, gibt oder? Natürlich auch, ja, das sind Rituale, das sind auch Gewohnheiten, aber es gibt Schlimmeres als schlechte Angewohnheiten. Und warum fallen sie so schwer? Weil wir uns daran gewöhnt haben. Aber jetzt bringst du mir die Perspektive, ich bin derjenige, der die Tür reinkommt und das Ritual hat und ganz banal, wenn Menschen Angst haben, in diesen Schmerz zu gehen, der sportlichen Erfahrung zum Beispiel. Wie geht man denn damit um? Ich meine, du musst ja Schmerzen gewöhnt sein als Sprinter. Was ist denn der Schmerz eigentlich? Also der Schmerz, der kommt ja erst viel später. Also man muss ja erstmal, also wenn sich jetzt einer ein Rennrad kauft und sagt so, ich werde jetzt Rennradsportler und der fährt dann los, dann fährt er die ersten 3 Minuten Vollgas, weil er ja ein geiles Rennrad hat und weil Rennrad halt kommt ja irgendwie von Schnellfahren. So, dann ist er nach 3 Minuten voll kaputt, dann muss er sich kurz erholen, dann fährt er nochmal irgendwie so schnell. Man muss sich daran gewöhnen, sich auch daran zu tasten. Man muss sich auch an den Schmerz rantasten, aber wenn man die dann haben will, weil wenn man Grenzen verschieben will, wenn du jetzt eine Hausrunde hast, 10 Kilometer, die fährst du das erste Mal in 25 Minuten, dann fährst du die nicht 3 Tage später auf einmal in 18. Du könntest die in 18 fahren, wenn du kontinuierlich diese Dinge machst. Also du lernst ja auch nicht in der ersten Klasse Algebra und Geometrie, sondern 1 plus 1 ist 2. So, und man gewöhnt sich langsam dran. Das ist wie alles. Und das kann auch Spaß machen, diese Gewöhnung. Aber was ist das Motiv dahinter? Du hast ja als Radsportler ein Motiv,
eine Etappe zu gewinnen. Und wenn jetzt ein Mensch jeden Tag weiter auf seine Arbeit geht, woher kriegt er dann diese Motivlage zu sagen, ach, warum soll ich mir denn antun, im Regen Rennrad zu fahren? Ne? Naja, also wie gesagt, im Regen muss er nicht fahren. Da kann er sich, wenn er physisch in Ordnung ist, also nichts mit den Gelenken hat, im Winter würde ich im Winter, also im Regen immer vielleicht eher ein Rundchen laufen. Ich bin also jetzt bekennender Schönwetterfahrer, das ist aber in Ordnung. Aber diese Motivation ist ja häufig auch, ja, ich bin so kaputt. So, und es ist immer, ja, ich bin so kaputt, aber was soll ich denn jetzt noch auf das Fahrrad? Aber man muss sich halt mal, wenn jetzt ein Maurer, ein Dachdecker, der kommt von der Baustelle nach 8 Stunden, dann kann der auch wirklich sagen, ich bin kaputt. Dann ist er 50 Mal die Leiter hoch mit Dachziegeln, dann ist der körperlich kaputt. Aber derjenige, der morgens aufsteht, sich an den Küchentisch setzt, Kaffee trinkt, vielleicht sogar frühstückt, ist ja auch so eine Sitte, ja, machen wir lieber nicht, setzt sich dann ins Auto, dann sitzt er 8 Stunden auf seinem Arsch im Büro, dann regt er sich im Auto wieder auf, dass so viel Stau ist, dann kommt er nach Hause und sagt, jetzt bin ich kaputt. Ja, bitte, der kann ja nicht körperlich kaputt sein. Das Kaputte kommt ja von da oben. Und da kommt der Ausgleich ja wieder eben, ne, physisch und mental. Und wenn er dann diesen physischen Ausgleich schafft, dann kommt auch die Birne wieder runter und dann ist man wieder in der Balance. Aber wenn man sagt, oh, ich bin jetzt kaputt und jetzt gehe ich aufs Sofa, da sitzt er wieder, ja, dann wird er noch unzufriedener, wird noch fetter und kompensiert halt häufig über dieses Belohnungsprinzip Ernährung. Ach, da esse ich mir jetzt noch mal was lecker und dann auch der Nachtisch ist so super, nehme ich zwei und abends dann noch eine Tüte Haribo und dann gehe ich ins Bett und irgendwann wachen sie auf und denken, ach, auf einmal bin ich 140 Kilo. Ich meine, du kennst das. Und das ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen. Das war ein schleichender Prozess und man redet sich das schön. Nee, ich Ach, das werde ein ist Buch alles schreiben, nur gar mal. nicht so schlimm und auch da kaum geschaltet. Der Buchtitel wird sein: Ich habe in meinem Leben schon eine Tonne abgenommen. Ja, und wieder zugenommen. Und ob das jetzt das Ereignis bei dir war oder der New York Marathon, es geht ja immer darum, dass ich ja weiß, mein Körper gibt mir immer wieder eine Antwort im Jojo oder so. Ich kann mein Leben gar nicht so umstellen in der Geschwindigkeit, in der ich dann wieder zunehme. Und dann kommen auch noch Schicksalsschläge und alles dazu. Aber worauf ich hinaus will, ist zu sagen, in diesem Buch, ich habe jetzt eine Dame kennengelernt, mit der ich nächste Woche auch einen Podcast machen werde, die hat jetzt in einem Jahr 72 Kilo abgenommen. Ja, und ist immer noch nicht ganz fertig. Und dieses immer wieder anfangen, also immer wieder aufs Rad zu steigen, weißt du hast einen unglaublich schweren Unfall und steigst wieder auf das Rad. Du lässt dich dadurch nicht flachlegen. Und der in Anführungszeichen, der dicke Mensch, ja, das ist die Botschaft, der soll immer wieder anfangen, egal wie fett du wirst. Du kannst die Waage wieder rumdrehen. Und das ist die Botschaft, die ich mein ganzes Leben schon im Achterbahnfahren mitmache. Und viele geben auf und sagen, ja, der Jojo und ich nehme auch nicht mehr ab und ich will so bleiben, wie ich bin. Das ist doch Geschwätz. Wenn du mit 140 Kilo die Treppe hochrennst, das ist einfach Scheiße. Das ist Scheiße. Oder bei der Vortour, du mitfährst und du, zwei Leute müssen dich den Berg hochschieben oder du kannst gar nicht mehr mitfahren. Das ist einfach Scheiße. Ja? Und ich drücke das mal so aus. Und das ist so die Botschaft, die dahinter steckt. Die Motivlage muss ja nicht immer ein Etappenziel sein oder ein Etappensieg, sondern es kann einfach nur sein, die Nadel wieder in die andere Richtung zu bewegen. Ganz Richtig, banal. und, häufig werde ich gefragt, ja, wie machst du das denn? Und grundsätzlich, es ist simpel, aber es ist nicht einfach. Und da sind wir wieder bei den Gewohnheiten, bei unserer genetischen Veranlagung. Auch ob man Bock hat zu wissen, welche Prozesse passieren denn im Körper, im Schlaf, beim Sport, beim Sitzen, welche Nährstoffe braucht der Körper, was brauche ich, wie viel? Und wird ja keiner auf die Idee kommen, wenn du dann Auto vollgetankt hast, dann fährst du 30 Kilometer nach Hause und dann am nächsten Tag tankst du wieder voll. Nee, das Auto ist ja noch voll. Und so ist das ja auch mit Essen. Nur ins Auto geht nichts rein, in den Körper geht immer was rein, weil die Neandertaler, die haben dann halt auch gefressen ohne Ende, wenn es mal was gab. Und ja, dann war aber auch mal eine Woche wieder Darben angesagt, bis der nächste Dino erlegt war. Und ich glaube, es braucht schon auch Vorbilder und es hilft auch, wenn man, ja, wenn man sich, Vorbilder. ja, genau, Ja, ja, ist und ja, so, ist so. und unsere Wette, Immer wieder. Vorbilder, die einen sagen, hey, und ich mache das jetzt. Und da sind wir wieder beim Machen. Nicht ich sollte, wollte, könnte, müsste, sondern ich mache. Und ich mache das. Und wenn man dann, klar, eine Tonne abgenommen, das heißt, dann kommen ja diese Reflexe, die durch die Genetik, durch Konditionierung, jung ist den Teller leer, oder dann isst doch wenigstens das Fleisch. Also bei der Oma, klar, die hat den Krieg mitgemacht, da war das Fleisch das Wichtigere. Gemüse Genau. durfte ich liegen lassen, also durfte. War ich satt, aber dennoch, dann isst doch wenigstens das Fleisch. Und vielleicht hätte man dann doch besser aufs Gemüse. Aber das sind die Aber klar. Konditionierungen, die sind da.
Aber man kann da, glaube ich, ja, sehr viel durch Interesse an der Materie auch, kann man da auch sehr viel. Also Motivlage durch reinlesen, entwickeln, erstmal nicht Das ist voll sagen. spannend, das ist voll spannend, das ist wie alles. Das ist wie jedes Thema, von dem man wenig bis nichts versteht, da lernt man ja auch am Anfang ganz schön viel. Weil du weißt ja gar nichts und dann liest du mal 3 Kapitel in irgendeinem Buch, wo es halt um körperliche Prozesse bei Zunahme von Nahrung geht. Und dann sagst du, boah, das habe ich gar nicht gewusst, ob man das dann vertieft oder nicht. Aber so ein gewisses Grundwissen ist ja auch okay, weil du solltest ja auch, wenn du eine Wohnung mit Laminat auslegen willst, dann solltest du schon wissen, wie viel Quadratmeter du brauchst und wie man das misst. Weiß jeder. Und aber über unseren Körper, der eigentlich das wichtigste Tool in unserem Leben ist, ich sag mal, der Körper ist unser Haus. Stell dir jetzt vor, du hast Bluthochdruck, musst irgendwelche Mittelchen dafür nehmen, ich nehme jetzt dein Beispiel, 140 Kilo, bis nach jedem Treppe hochlaufen, schnaufst du. Das ist ungefähr, du hast ein Haus und dann gehst du da rein und da hast du da ein paar Löcher im Fußboden, ein paar feuchte Stellen mit Schimmel an der Wand, oben kommen die blanken Drähte raus. Würdest du in so einem Haus leben wollen? Ich glaube nicht. Also kümmere dich doch um dein Haus, renovier es doch, nimm Aber 20 warum Kilo ab. gewöhnen sich Menschen daran und leben im feuchten Keller? Und was ist denn da kaputt, dass Menschen bereit sind? Ich meine, das weiß ich ja aus meiner eigenen Persönlichkeit heraus. Also ich meine, Genau, du, die Frage hätte ich jetzt zurückgegeben. ja, genau, du bist ja jetzt, du vor ein paar Wochen bist ja da in einem Tag über 400 Kilometer gefahren. Als wir telefoniert haben, war ja gerade der Tag und hast ja für eine gute Sache, da ist ja auch ein Tag, wo du auch nochmal über deine Grenzen gehen musst. Das wär's ja auch nicht so. Ne? Nö, 13,5 Stunden Fahrradfahren für 444,4 Kilometer, Aber hallo. das war schon ganz schön viel, aber ich weiß, dass ich es körperlich kann. Das sind halt so mentale Dinge. Alles, was länger ist, also es fängt immer in der Birne an. Es ist jetzt nicht, selbst wenn du 140 Kilo hast, sag, ja, ich kann ja gar nicht laufen, dann gehen meine Gelenke ja kaputt. Ich sage, gut, dann gehst du halt schwimmen, wenn du was machen willst. Also wenn ich sage mal, der Leidensdruck muss groß genug sein, dann muss der Doktor jetzt kommen und sagen, Herr Wiedemann oder Herr Schmitz, Herr Müller, ist ja egal, wie Sie heißen, Sie haben echt einen Bluthochdruck und Ihr Knie, das klappert schon und bei dem Gewicht gebe ich Ihnen noch 3 Jahre bis zum künstlichen Knie. Und wenn sie nochmal 10 Kilo zunehmen, dann noch 2 Jahre bis zum Herzinfarkt und ob sie den überlebt, ist nicht sicher. Und da fängt auf einmal an, ui, oh ja, stimmt ja. Also man braucht richtig einen in die Fresse und das ist schade, dass das so ist. Weil warum merkt man es nicht selber? Weil die Leute nicht bei sich sind, weil sie, ja, und jetzt müssen wir das und jetzt brauche ich die Kompensation, keine Zeit und muss was essen, Schokolade zwischendurch oder Weingummis. Esse ich auch. Aber ich verbrenne sie ja dann auch, weil mein Job eben auch mit körperlicher Bewegung einhergeht. Aber was machst du denn jetzt mit deiner wunderschönen Finca in Mallorca? Cyclista heißt dein Team. Casa Ciclista, genau. Casa Ciclista, sorry. Da steht das Logo. Da. Ja, sehr geil. Da hast du dein Radteam. Ich kann also zu dir kommen auf die Finca und komme jetzt so an, wie ich jetzt bin. Finde schon kein Rennrad bei dir. Doch, findest du, die sind alle bis 140 Genau. Kilo. Und Aber die hast du ja was gerade. machst du denn dann? Also ich sag mal, da sind vielleicht noch 7 andere Leute, die zu Marcel Wüst gehen, weil die sagen, ich fahre hier in Malle jetzt, meine Frau und ich weiß, mit dem Marcel kann ich jeden Tag 140 Kilometer fahren und da geht richtig was. Und ja, also komme ich Das da gibt's an? auch. Na? Also komme ich da an und dann sagst du, oh, da fährst du in der anderen Gruppe mit oder wie? Es gibt immer nur eine Gruppe, weil ich sage mal, wir haben jetzt, gut, jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten mache ich die Gruppen auch kleiner, also es werden dann 5 Leute da sein, maximal. Und also ich fange im September wieder an, weil mein Frühjahr ist ausgefallen. Ich meine, du weißt das auch, du kennst das auch, wir Solo-Selbstständigen, wir Katastrophe, fighten gerade ziemlich hart, auch gerade die, die wenig Betriebskosten haben, du weißt, worauf ich anspreche. Da kriegst du doch so sofort eine Hilfe. Genau, kriegst du eine zurückzahlbare Soforthilfe. Die ist aber dann auch zum Glück nicht sofort, aber bald zurückzuzahlen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du jetzt kommen wollen würdest, sag, hey Marcel, ich würde gerne in der Woche sowieso kommen. Dann würde ich sagen, pass mal auf, Achim, in der Woche habe ich schon 3 Cracks da, die wollen richtig ballern. Das ist keine gute Idee, aber die Woche vorher habe ich eine Anfänger- und Einsteigerwoche. Da geht es vor allen Dingen dran, drum, dann bist du halt mit 3, 4 anderen bei mir. Du kommst bei mir an, du beziehst dein Zimmer und dann bist du wie zu Hause. Das heißt, es gibt 3 Kühlschränke, da ist dann auch kaltes Bier drin, der Obstkorb steht da, da gibt es auch so ein Körbchen mit Schokolade, Haribo-Kekse. Das ist alles da und du hast den Komfort eines Zuhauses, nämlich meines Zuhauses. Und dann kriegst du von mir ein Rad, was dann auf deine Körpermaße angepasst wird. Idealerweise, die meisten haben ja schon zu Hause ein Rennrad,
gibt man eine Sitzposition durch, also so viel vom Lenker zum Sattel, Sitzhöhe. Dann kriegst du das eingestellt und dann fahren wir. Und dann besprechen wir in der Gruppe, Jungs, wie sieht es denn aus? 22er Schnitt, ist das machbar? Lass uns mal gucken, wir fahren am ersten Tag mal los. Und dann fahren wir, sagen wir, 10:30 los und sind dann um 4 wieder da, machen eine schöne Mittagspause, essen irgendwo was am Meer oder im Zentrum, kommen dann zurück, dann kannst du auf der Terrasse chillen, aufs Meer gucken oder eben mal zum Meer runtergehen, mal eine Arschbombe machen, also im Frühjahr ja noch ein bisschen kühl. Jetzt würde das auf jeden Fall auch möglich sein. Naja, dann koche ich abends ein Drei-Gänge-Menü, frisch und natürlich, also frisch und lecker, weil lecker vor allen Dingen deshalb, ich esse ja auch mit, also dann mache ich es natürlich lecker. Und dann verbringen wir einen gemeinschaftlichen Abend, in dem ja, der Austausch thematisch nie begrenzt ist. Also da geht es über Berufserfahrung von Menschen. Wir hatten einen Chirurgen, der dann erzählt hat, wie das so ist, wenn man operiert und vor allen Dingen, wie das ist. Ich sage das jetzt, weil wir auch dieses Thema, weil du es auch oft gehört hast, wenn man ganz dicke Menschen operiert, wenn man dann so drüber hängt und dann schneidet man so ganz lange Sachen. Man muss ja drankommen mit der Leiter. Dann. Genau, da hast du so tief geschnitten und immer noch kein Blut. Und also da, oder es geht halt auch um Radsportthemen, um Ernährungsthemen und trainingsmethodische Themen. Also das ist, ja, komm zum Profi nach Haus, fühl dich wohl und treib aber jeden Tag in deinem Wohlfühlbereich Sport. Wenn du dich weiterentwickeln willst, verlässt man auch 2-3 Mal am Tag vielleicht für 15 Minuten diesen Wohlfühlbereich, weil man berghoch fährt, dann mal ein bisschen schneller fährt, Trainingseffekte. Ja, nach einer Woche hat man ganz viel gelernt, was Radsport angeht, was Lebensphilosophien angeht. Und die meisten sagen dann, boah, das war so schön, wann kann ich denn wiederkommen? Und dann mache ich halt ein Terminbuch auf und gucke. Also, und sag, bist du ein Mensch, der im Prinzip mir die Angst nimmt, mal was zu tun, wo ich eigentlich nicht hingehen würde? Also das, was du gerade, also ich sag dir mal, wie ich die Fahrradfahrer empfinde, als Läufer. Das ist immer der Fingerzeig und das leichte Lächeln. Wir sind mal, mit meinem Schatz bin ich mal auf Mallorca, haben wir eine Radtour gemacht und das war so 2015, 2016, glaube ich, und sind am Berg hochgefahren. Da kam uns ein Rennradfahrer entgegen mit der Sonnenbrille und ganz ernst und wir haben immer, wie die Motorradfahrer, so gewunken. Ne? Und dann hat er nicht gewunken und dann habe ich gesagt, als wir angehalten haben, habe ich zu meinem Schatz gesagt, weißt du, was der gedacht hat, Schatz? Der hat bestimmt gesagt, da guck mal da, das dicke Pärchen. Ne? Also nimmst du den Menschen die Angst davor, indem du sie begleitest, mit denen Abend isst und denen echt mal sagst, hey, ist das alles okay? Ist das alles okay? Grundsätzlich das sowieso. Also die Angst auch, sich vielleicht mal Dinge zu trauen. Also gerade jetzt so für Einsteiger oder halt, wenn du sagst Pärchen, Frauen sind häufig noch ein bisschen vorsichtiger als Männer das auch sind, haben dann auch gewisse Ängste oder halt Respekt vor Situationen, die im öffentlichen Straßenverkehr natürlich auch mal eintreten können. Ich mache natürlich auch Fahrtechnik-Workshops. Also Rennradfahren ist ja nicht, ich kaufe mir ein Rennrad, dann fahre ich, dann kann ich Rennrad fahren. Nee, nee. Wie fahre ich eine schnelle Kurve? Wann schalte ich richtig? Wie ist die richtige Sitzposition? Wie mache ich eine Vollbremsung? Welche Übungen kann ich machen, um mein Feeling mit dem Fahrrad, mich mehr eins zu machen mit dem Fahrrad? Da gibt es dann halt auch so ein paar Übungen, die sich der ein oder andere mal nicht traut. Aber oder es dann am Anfang auch nicht schafft. Ich sage immer, das, was ihr mit mir macht, ist wie eine Sprache. Ihr bekommt von mir die Vokabeln, Aussprache, wie schreibt man das, welche verschiedenen Formen davon gibt's. Und dann nehmen wir das durch, aber lernen müsst ihr das zu Hause. Das heißt, wenn du diesen Fahrtechnik-Workshop machst, fährst beispielsweise ganz langsam mit dem Vorderrad rechts um eine auf die Straße gestellte Trinkflasche und mit dem Hinterrad links an der Flasche vorbei, also in so einem Bogen. Oder die Flasche steht da, du bückst dich runter, hebst sie auf im Vorbeifahren. Beweglichkeit auf dem Fahrrad. Das schult ja vor allen Dingen auch die Sicherheit, die man braucht im öffentlichen Straßenverkehr. Und ich habe immer gesagt, wenn es jemanden gibt, der sich irgendwas nicht traut, sagt, oh nee, das weiß ich noch nicht, dann taste dich vielleicht auch zu Hause ran. Es gibt aber auch immer das Ding, wenn du jemanden triffst, der in dem nächsten halben Jahr das, was ich dir jetzt nicht beibringen konnte, wenn er dir das beibringt, dann ruf mich an, dann kriegst du dein ganzes Geld zurück. Wenn ich das nicht schaffe, dann kenne ich, also ich kenne zumindest keinen, der das dann schaffen würde, weil da geht es ganz viel um menschliches Einfühlungsvermögen. Wer braucht eine klare Ansage? Wer braucht vielleicht ein bisschen Watte? Wen muss man meinen Arm nehmen und kräftig drücken? Ja, mich. Was passiert, wenn auch meine Träne kullert? Also das sind alles solche Dinge,
Und das Schönste sind dann halt immer diese emotionalen Jubelschreie dann irgendwo. Ich mache das halt häufiger dann so auf sonntags, also wenn ich in Deutschland mache, sonntags auf Supermarktparkplätzen, die sind super asphaltiert, da ist dann kein Schwein. Und dann von irgendeiner Ecke, kleine Gruppen, 3 bis 4 Leute, schreit dann einer, ja, und dann mit der Trinkflasche, dann hat das, oder hat sie es endlich geschafft. Also diese Freude, die dann auch entsteht, wenn man was schafft, was von dem man nicht möglich gehalten hat, dass man es schafft. Und dafür bin ich halt auch jemand, der dann eher positive Erfahrungen natürlich kreieren will bei den Menschen, weil die geben Mut, Motivation, auch weiterzumachen und mehr zu wollen. Wenn ich dir immer nur zeige, wie kacke du einfach bist, wie dick, wie unbeweglich, wie wenig du kannst, dann sagst du immer nach einer halben Stunde, ich fahre jetzt nach Hause, ich kann dieses Bashing nicht mehr ab. Und das wäre natürlich die falsche Art und Weise. Ja, das ist ja leider Gottes so. Das ist das, was ich im Laufen überhaupt nicht erlebt habe, wo Menschen, die für einen Ironman trainiert haben, mich an die Hand genommen haben und sind mit mir noch einen Berg hoch gesprintet. Und also eine ganz, ganz hohe Wertschätzung, weil das vielleicht auch einfach sichtbarer ist, wenn man läuft und das Fahrradfahren ein bisschen schneller ist. Aber ich will das gar nicht jetzt verurteilen. Im Gegenteil, das bedeutet also, dass deine Inspirationskraft, die du Menschen geben kannst, auch ganz stark darauf basiert, dass die Sprache Biken lernen und daraus hervorgehend eine Verbindung zu dem Fahrrad schaffen, die der normale Trainer denen gar nicht geben kann. Also natürlich, fahr mal schnell mit Marcel auf Malle, ne? Sieh mal genau, zu hier. Ne? Ich mach das mal eben. Also also da bin ich dann auch schon, ich möchte ja die gleiche Passion und Leidenschaft kreieren in den Menschen, wie ich sie in mir trage. Also das ist ja so, was du hast, das möchtest du weitergeben. Ich meine, das merkt man ja. Geh mal lächelnd durch eine Fußgängerzone und wie viele Menschen dann doch zurücklächeln. Die sagen, was ist denn mit dem los? Die dann erstmal sagen, wieso lächelt der denn? Aber es ist eigentlich egal. Selbst da kann man energetisch was kreieren. Und genauso ist das beim Fahrradfahren. Wenn dann dieser Funke mal überspringt und man einen kleinen Erfolg geschafft hat, dann möchte man den nächsten und den übernächsten. Und da glaube ich, anzusetzen ist eine ganz tolle Sache. Und das macht mir halt auch riesig Spaß. Und, weil es mir Spaß macht, mache ich es anscheinend auch sehr gut. Weil stell dir mal vor, du hast keinen Bock auf deinen Job, dann gehst du hin und machst das nur für die Kohle. Grundsätzlich hätte ich einen zweistelligen Millionenbetrag irgendwo liegen, ich würde ja trotzdem mit Leuten Rennrad fahren und denen mein Wissen. Ich hab 43 Jahre Rennsportwissen in mir. Das ist so viel. Da brauchst du eigentlich, sag ich mal, 43 Tage am Stück, um das alles irgendwie anzubringen. Aber locker. Erstmal die Basics und dann kann man darauf aufbauen. Und manche sagen auch, hey, das ist jetzt gut. Ich kann das jetzt. Ich weiß jetzt, wie man richtig schaltet am Berg und eine schnelle Kurve kriege ich auch hin. Und das reicht mir. Dann ist das ja auch, man muss ja nicht alle immer weiter pushen. Komm, mach noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Nö. In diesem Wohlfühlrahmen, weil jeder hat eine andere Geschwindigkeit beim Lernen, beim sich weiterentwickeln und auch beim Ausüben eines Hobbys, sei es jetzt Laufen, Triathlon, Radfahren, Turnen, Spazieren gehen oder Feuerstellen bauen im Garten. Es gibt ja alles und alles ist richtig, so dass es sich richtig anfühlt. Hast du denn durch die ganze Geschichte, dass du das jetzt auf Mallorca gerade nicht machen kannst, was hat das denn gemacht mit dir? Also wusstest, das ist ja das eine, ist eine geschäftliche Betrachtung, das andere ist ja natürlich auch noch eine weil man einfach seine Leidenschaft nicht ausüben kann, wie die Sänger da draußen oder ich mache ja auch Seminare und auf einmal knallt's und das war's. Ne? Was passiert denn da in einem Profi-Radsportler? Also ich muss sagen, erstaunlich wenig im negativen Sinne, weil als Profisportler, also seit meinem Unfall wahrscheinlich noch umso mehr, da lernt man doch nicht abwendbare Dinge, also einfach neue Realitäten so schnell und so komplett wie möglich zu akzeptieren, weil dann kann man auch wieder konzentriert nach vorne schauen, weiter an dem Plan A arbeiten. Solange man nicht weiß, ob der nicht funktioniert, würde ich überhaupt gar nicht über einen Plan B nachdenken oder einen Plan C, weil dann verliere ich ja den Fokus auf Plan A. Und dazu ist ja am 15. März sind meine letzten Gäste weggeflogen, es kamen keine neuen. Und dann hatten wir bis 5. Mai Ausgangssperre. Also es war ja nicht so, ich war ja auf Mallorca mit meiner Frau. Du hast ja festgesessen praktisch. Ich war fest. Also ich durfte einkaufen fahren, es durfte nur einer im Auto sitzen, das wurde streng kontrolliert. Ausgangssperre hieß auch nicht mal im Dorf oder irgendwo auf einer Land joggen oder Fahrrad fahren, es war alles verboten. Ich habe viel renoviert an meiner Casa, habe sonst viele Dinge einfach mal versucht,
auch zu perfektionieren. Alle Räder sind jetzt wieder wie neu. Also ich hatte ja 7 Tage die Woche Zeit, mal 9. Also dann weiß man, das ist ja dann schon so ein bisschen Zeit. Aber wir haben diese Zeit jetzt nicht verflucht. Klar gab es einen Tag, boah, wäre das schön, jetzt mal Fahrrad zu fahren, weil dann fehlt natürlich diese körperliche Ertüchtigung. Wenn man dann nicht mal auf der Straße joggen darf, also irgendwann mal, dann mal abends, Sonntagabend um 22 Uhr gesagt, ey, können mich jetzt alle kreuzen, weißt du, ich jogge jetzt hier eine Runde, so heimlich, oder guckst du, kommst du aber immer irgendwie so ein bisschen, Ja, es wird zum Verbrechen auf Deutsch gesagt, ja, du kommst vor wie ein ne? Verbrecher, weil alle anderen haben sich ja auch dran gehalten, oder dann hat man nachts mal irgendwie einen Jogger gesehen und hat man sich so zugewunken und gesagt, hey, du auch, see one as much. Aber grundsätzlich hat diese Situation mit mir nichts Schlimmes gemacht, außer dass ich mich wieder bestärkt darin sehe, hey, nehmt Dinge an. Hinterfragt sie natürlich, aber soll ich jetzt da, ja, fast auf. Es kam keiner. Und wenn keiner kommt, dann muss man sich als Unternehmer halt überlegen, wenn es normale Zeiten sind, oh, was mache ich falsch? Ich habe ja nichts falsch gemacht, weil die Leute wären ja gerne gekommen, aber Ja. es Aber war es nicht gibt ja so. sicherlich auch Leute, die jetzt sagen, ja, der Marcel Wüst, der hat eine Finca auf Mallorca, der kann sich das ja auf Mallorca, der kann sich das ja leisten, Genau. 2 Monate. Ne? Das ist ja oft so dann direkt. Und ich glaube, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, nee, du bist auch auf deine Gäste angewiesen. Ne? Das ist ja nicht Ich so. bin, also ich habe eine Finca, weil ich im Grundbuch stehe, aber einen großen Teil der Finca hat auch noch meine Hausbank, die Sparkasse Köln-Bonn. Da bin Nette ich Leute, nicht. nette Leute. Ja, also ich sag mal, die sind natürlich sind die gut, aber ich habe da einen Kredit laufen. So, wenn du dann null Einnahmen hast und du hast, ich sag mal, als Selbstständiger, ich sag mal, nur 2 Fixkosten, die Tilgung dieser Hypothek, 1100 im Monat, dann muss ein Kunde kommt cool rein und du hast noch 800 Euro Krankenversicherung, dann bist du schon bei 2000. Wenn man dann so geschichtlich, weißt du, so Unterhalt, Kinder, Studierende, woher nehmen, wenn ich stehlen? Also die, na, natürlich sind die Ressourcen so ein bisschen da. Was man sonst vielleicht in 4 neue Räder investiert hätte, die musste dann erstmal zurückhalten, um die nächsten 3 Monate finanziell irgendwie zu überstehen. Klar, dann gibt es natürlich Banken, die sich dann freuen, dir noch einen weiteren Kredit zu geben oder die dann sagen, hör mal, dann lass uns doch 3 Monate mal oder 6 Monate mal Stunden mit deiner Rückzahlung. Das hängt man ja dann hinten dran. Aber grundsätzlich sind das schon schwere Zeiten, weil ich habe zum einen 2000 meine Karriere beendet, die Großverdienerzeit, also wo dann auch wirklich Helfer und gute, ohne das despektierlich zu sagen, Wasserträger sehr gut bezahlt wurden. Das fing dann ungefähr an, so 2004. Und ich war eben Weltklasse-Radprofi, ich war kein Weltklasse-Fußballer. Und das ist jetzt nicht schade, aber ich muss jetzt im September und Oktober meine Radcamps wieder anbieten. Deshalb bin ich ja auch darauf angewiesen, dass sich die Menschen, die jetzt nach Mallorca fliegen, anständig benehmen, dass da nicht wieder irgendwie die Pandemie hochkommt. Und weil wenn mir dann das September, Oktober, November-Geschäft komplett durch die Lappen geht, wenn das super läuft, dann komme ich mit 2 blauen Augen, einem Milzriss und einem Leberhaken durch. Und wenn das jetzt ausfällt, dann kann ich gucken, was mache ich? Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Aber wenn ich mich damit beschäftigen müsste, das wären dann eher traurige und existenziell bedrohliche Gedanken. Aber Aber guck braucht man mal, nicht da wegwischen. die These, ja genau, also die These, die du gerade aufstellst, die uns ja alle umtreibt, die ja momentan wahrscheinlich mal 1 Million Menschen, Unternehmer zu sehen ist, die dann werden viele Fingers auf Mallorca frei, auf Deutsch gesagt. Und wenn man jetzt mal dieses Tal prognostiziert, in meinem strategischen Beratungsdingern, da versuche ich ja immer, da wird ja immer der beste Case dargestellt und auch der schlechteste Case dargestellt. Und wenn ich in den schlechtesten Case reingehen will, das ist oft einfacher, weil man sich die Horrorszenarien kann man sich einfacher ausmalen und dann den Leuten so sagen, komm, lass uns doch mal den schlechtesten Case, den brauchen wir als Warnung. Es könnte einen Shutdown geben, weil am Ballermann die Leute ein bisschen durchdrehen. Aber was kann man denn jetzt daraus machen, wenn jetzt wirklich, ja, was kann denn passieren? Die Sparkasse Köln kriegt eine Finca zurück, auf Deutsch gesagt, ne? Mit der sie nichts anfangen kann. Also vielleicht kann das eigentlich gar nicht passieren. Kann nicht wirklich passieren. Worauf will ich hinaus? Dass man sagt, wir müssen jetzt alle gemeinsam da durch, in dem Sinne, dass wir sagen, wir unterstützen uns vielleicht auch gegenseitig in der Richtung, ne? Also, Klar. dass Leute Fahrrad fahren gehen und du natürlich auch viele Dinge für andere Menschen machst. Also, was könnte daraus eigentlich
entstehen, dass wir alle gemeinsam, wir sind leider nicht die Lufthansa, die dann natürlich für viele, viele Menschen jetzt ihre Zuschüsse bekommt, was auch für diese Menschen sehr gut ist. Aber wir, die wir jetzt da, wie können wir denn da ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen und sagen, Mensch, verdammt nochmal, dann gehe ich halt mal eine Woche zu Marcel und der Marcel geht mal, macht mal dieses und datches, ne? Und wir kommen da einfach mental durch, dass wir sagen, pff, wir können gar nicht gewinnsteigernd denken, wir müssen kostendeckend denken nur. Ja, Das überlegen. ist ganz Also banal, ne? das ist wie im Radsport lernst du das auch, als Sprinter auf einer Flachetappe, wo dann zwei Ausreißer vorne sind mit 4 Minuten, 60 vom Ziel, weißt du genau, heute gibt es einen Massensprint, heute kann ich gewinnen. Das ist so gewinnsteigernd, maximales Rausholen, wirst du nur Dritter, Schöner bist immer noch Vergleich. Weltklasse. Dann war das in Ordnung, aber jetzt nicht so schlimm. So, und dann hast du die andere Geschichte, Bergfahren, sprich eine Königsetappe bei der Tour de France. Als Sprinter, der halt fürs Bergfahren genetisch nicht so wirklich gemacht ist, da ist eben genau das an. Da musst du überleben. Dann hast du ein Zeitlimit von vielleicht 28 Minuten, sind aber 4 Pässe der ersten Kategorie. Und dann musst du rechnen, dann musst du am besten nach 27,50 drin sein, weil desto langsamer du fährst, desto weniger müde bist du ja, weil morgen, übermorgen, die 2 Wochen, die da kommen, kommen ja weitere Etappen. Aber wenn du 28,10 fährst oder verlierst hinter dem Sieger, dann bist du raus, dann fährst du nach Hause. Und das ist dann, als würde die Existenz kaputt gehen. Also Wow. da hat man also schon, also ich sage es mal, durch Radsport oder durch radsportliche Themen kann ich jede unternehmerische und menschliche Situation, selbst in Beziehungen, belegen. Und das hilft mir natürlich, egal in welche Situation ich komme, ob das jetzt beruflich ist, ob das im zwischenmenschlichen Bereich ist, mit Kunden, mit Freunden, mit Partnern oder egal was. Ich kann das immer auf den Radsport und dann überlege ich, Mensch, wie hast du es denn da gemacht als Aktiver? Was war da die Quintessenz? Wie hast du das da gelöst? Und dann versucht man diesen Lösungsansatz rüberzunehmen in das andere Thema und dann findet man was. Also es geht nicht, gibt es nicht. Das ist ganz wahr. Außer man verschließt sich dagegen und will einfach eigentlich gar nicht, weil, ja, das haben wir doch schon immer so gemacht oder ich will das jetzt nicht anders machen. Ja gut, dann lässt du, dann bleib halt in deinem Elend, in deinem kaputten Haus mit 140 Kilo und dann beschwer dich aber bitte nicht oder beschwer dich nicht, wenn ich dann weghöre, wenn du dich beschwerst. Ja, genau. Also das ist eine wunderschöne Metapher mit dem 28 Minuten Bergsprint, den du gerade gebracht hast. Bist du drüber, bist du raus, bleibst du drunter, bist du die nächsten Tage vielleicht müde. Ne? Also Ja, ist ja ein aber Dilemma. wenn du nur 15 Minuten verlierst, weil du dich dann maximal quälst, bist du zwar ein bisschen früher im Ziel, aber ob du jetzt 15 verlierst oder 25, dann lieber 25, dann bist du ein bisschen weniger müde. Also auch mit den Ressourcen dann wirklich clever umgehen, weil man braucht sie ja noch. Als sei denn, ist die allerletzte Etappe und danach ist eh egal. Und so ist das ja jetzt auch. Ich gucke jetzt auch so, was brauchst du, was ist unbedingt nötig. Neue Räder erstmal nicht, die sind auch gut, dann muss man halt mit dem Partner auch gucken, wann sollen wir denn austauschen, hast du eine neue Modellreihe, willst du, dass die jetzt bei mir steht, boah, dann muss ich mal gucken, da musst du mir aber entgegenkommen, weil es ist gerade Corona-Zeit, ich kann nicht. Und da muss man auch miteinander sprechen, auch auf seine eigenen Probleme, will ich sagen, mit der Buschtrommel aufmerksam machen, aber in dem Moment, wo es konkret anliegt, das auch ansprechen, auch vielleicht mal nach Hilfe fragen, weil ich brauche jetzt Hilfe, ich würde dich anrufen und sagen, hör mal, Achim, ich hab da ein Problem, vielleicht kannst du mir helfen. Da würdest du auch nicht denken, boah, ist der wüst schwach, dann fragt er mich nach Hilfe. Dann sagst du, hey, der findet mich als kompetenten Berater gut. Was kann passieren, wenn ich dich nach Hilfe frage? Entweder du hilfst mir und gibst mir einen Rat, der mich weiterbringt, ist meine Situation deutlich besser. Oder aber du sagst, hör mal, ich weiß es nicht oder würdest du nicht machen, würden vielleicht andere, ey, geh mir nicht auf den Sack, ich habe genug eigene Probleme. Wenn ich dich frage, kann ich trotzdem meine Situation nicht verschlechtern. Ich kann sie nur verbessern. Und Menschen machen es nicht. Hilfe, nachfragen, sich austauschen, das ist so bereichernd. Aber ich weiß nicht, warum es häufig immer noch daran klemmt, dieser Stolz, naja, ich schaffe das schon alleine, ich muss da durch. Ja, weil ich glaube, es kommt sehr, sehr stark daher, wenn du zum Beispiel die Banken nimmst, da wirst du natürlich nach deiner monetären Leistung beurteilt und nach deinem Ansehen.
Ja, also es wird mit einbezogen gesellschaftlich, dass du in einem Gesellschaftsrating, Klammer auf, Bankenrating geführt wirst, wie du, welches Ansehen du hast. Hast du schon mal verloren? Ne? Also da wird das jetzt in der Krise, sagen wir mal, richtig verlieren dürfen. Aber nach der Krise umso stärker dann natürlich oder aus der Krise heraus überhaupt helfen, die Krise zu meistern, indem man nicht ständig beurteilt wird. Und diese Chance ist ja in unserem marktwirtschaftlichen System gar nicht vorgesehen. Weil da ist ja ein kontinuierlicher steigender Verlauf vorgesehen, der ja Genau. unterbrochen wird jetzt durch Corona, der unterbrochen wurde vor ein paar Jahren durch die Bankenkrise, aber die letzten 12 Jahre eben nicht mehr unterbrochen wurde und wir wie im Schlafenland gelebt haben. Der Edgar Geffroy sagt immer so schön, Schlaraffenland ist abgebrannt und hat jetzt mit seiner These recht bekommen durch Corona, aber die Auswirkungen sind ja noch gar nicht spürbar. Nee, Ja. das wird noch kommen. Und der Umgang jedes Einzelnen damit, der, also ich habe dann auch, als wir auf Mallorca waren, dann so die ersten 4 Wochen dann im Lockdown hinter uns hatten. Und dann fängt man natürlich an zu denken, okay, wie viel, was ist denn jetzt noch da? Was kann man jetzt runterfahren an Kosten? Und dann habe ich auch irgendwie gesagt, okay, gibt es, klar, Leute sind in Kurzarbeit, dann haben die weniger Geld, aber wenn man jetzt so guckt, es gab ja Berufszweige, Steuerberater, Anwälte, die haben ja einen riesen Boom gehabt. Das Geld, was ich jetzt nicht habe, Ja. das ist ja nicht weg, das hat jetzt nur jemand anders, hat es noch. Oder also das ist ja immer noch da und dann muss man halt schauen, inwieweit ja man den Leuten da auch die Impulse gibt. Hey, es kann euch aber helfen in eurer Gesamtlage. Da sind wir eben nicht nur beim finanziellen, was auf dem Konto ist, sondern was man auf den Rippen hat an zu viel Kilos, was man an Gesundheit zu wenig hat, was man vielleicht einen Blick über den Tellerrand mal mitnehmen möchte und sollte für ein gesundes Leben bis ins hohe Alter. Und da komme ich dann wieder rein und sage, hey, dann können wir doch mal hier oder da vielleicht was machen. Also ich habe jetzt mein Pech, die Camps sind ausgefallen, ich war in Köln, war das Glück eines anderen, eines Kölner Unternehmers, der gesagt hat, hör mal, ich bin nicht mehr zufrieden und die Leute sagen, ich hatte immer ein langes Gesicht, wenn ich durch die Firma laufe, ich bin zu fett, ich will Personal Training von dir. Und dann bin ich 4 Wochen mit dem, 6 Tage die Woche, wenigstens 2 Stunden Rad gefahren, habe die Ernährung Nee. umgestellt, der hat 8 Kilo abgenommen ich sag mal, in einem guten Flow. Trink keinen Zucker mehr im Kaffee, weil das muss man ja nur 10 Tage machen. Danach magst du es nie mehr im Leben. Dann habe Ja. ich halt aufgerechnet, wie viel Zementsäcke weniger Zucker er dann zu sich nimmt, bis er 80 wird und wie viele Millionen Kalorien das wären. Nur die Zuckerwürfel aus dem Kaffee raus. Und 10 Tage mal schwarzen Kaffee zu trinken und den nicht zu mögen, bis die Gewohnheit kippt. Ey, das machst du doch für dich. Ich sage, du machst das nicht für mich, aber ich habe diese ganzen Tools, ich weiß das alles. Und wenn ich, also ist im Immobilienbereich tätig, wenn ich jetzt Fragen hätte zu einer Immobilie, dann würde ich auch nicht Google Immobilien Ratgeber, dann sage ich immer, Peter, kann ich dich was fragen? Und dann setzen wir uns hin und dann frage ich dich und dann habe ich die beste Expertise. Und wenn du jetzt googelst Ernährungstipps im Internet, dann kannst du da auch was lesen. Aber wenn das durch mich 1:1 dann weitergegeben wird, plus die körperliche Ertüchtigung, plus dieser Fitnessgewinn, dieser Gewinn an Lebensqualität, wo er sagt, boah, ey, wie ich vor 4 Wochen hier noch den Berg hochgefahren bin, da war ich ja echt eine Wurst und jetzt ich fühle mich richtig geil und das geht jetzt weiter. Also haben wir das ausgeweitet in ein 100-Tage-Programm und da ist aber auch privat auf einer menschlichen Ebene so viel Gutes entstanden. Wir werden wahrscheinlich unser Leben lang weiter miteinander Rennrad fahren, weil es einfach Freude macht, weil dieser Austausch schön ist. Und da kann ich alle nur einladen, also einladen, sich vielleicht mal ein bisschen zu öffnen für Themen, mal Sachen anders zu machen und das war für mich natürlich zum einen für den Lebenserwerb sehr willkommen und auf der anderen Seite aber eben auch menschlich total bereichernd. Was ohne Corona nicht stattgefunden hätte, ne? So. Richtig, deshalb, also diese Connection wäre in dieser Intensität, wäre die nicht entstanden. Und deshalb bin ich da auch wiederum ein bisschen dankbar. Also nicht für Corona und das Menschensterben, auch nicht dafür, dass ich ja trotzdem immer noch im ganz weit entfernten Hinterkopf. Ist ja immer noch, okay, aber wenn die sich weiter so blöd benehmen, dann kann es echt sein, dass die zweite Welle ranrollt und dann meine Existenz oder das, mit dem ich meine Existenz bis nächstes Jahr Frühjahr, wenn es vielleicht wieder normaler wird, wenn man wieder normale Radurlaube machen kann, die ja auch vielen Menschen sehr viel geben, die Existenz damit zu überbrücken, im Herbst auf Mallorca Rennrad zu fahren. Oder das ist eh
ich sage mal, Herbst ist eh viel schöner, weil dann kann man nach dem Rennrad fahren, dann kann man noch 2 Stunden zum Strand runterlatschen. Im Frühjahr ist dann alles noch ein bisschen frischer. Ja. Oder Also ist zumindest das ja, Wasser. guck mal, das ist ja unglaublich, dass im Prinzip jetzt da was entstanden ist, dass ein Mensch hier, da ist ja so ein super Beispiel, in 4 Wochen sein ganzes Leben verändert, dadurch, dass du durch Corona Zeit hattest für ihn. Ja, eine Win-Win-Situation im wirtschaftlichen Sinne entsteht, weil er ganz sicher auch wirtschaftlich mehr Erfolg haben wird, weil er sein körperliches Befinden verändert und damit auch sein geistiges Befinden. Also nur positive Energie. Ja, richtig. Und das Gute ist, bei all dem Schicksal. Ne? Ja, also dann, ich musste da auch keine offenen Türen, also die Türen waren weit offen, weil er war in seiner Jugendzeit 400-Meter-Läufer, deutscher Vizemeister. Also der weiß halt auch, wie Quälen geht. Der weiß auch, dass man an Grenzen, wenn man an Grenzen heranstößt, dann tut es auch ein bisschen weh. Und wenn man sie verschieben will, dann tut es halt ein bisschen länger weh. Aber wenn man das schon kann, aber weißt du, der Peter ist halt auch 60 und sagt, hey, ich kriege jetzt hier nochmal den, ich kriege jetzt nochmal den Drive und drehe das Ding nochmal um. Und das ist halt schön und da auch inspirierend, wenn man dann das Feedback hat von Mitarbeitern, von Ehepartnern. Er sagt, hör mal, ja, super, was du mit dem gemacht hast, total klasse. Und das freut mich natürlich auch. Und er hat mit mir auch Dinge gemacht oder ich habe Verständnis entwickelt für Themen. Also Radsport ist ja das Schöne, ist ja eine sehr sozial kompatible Sportart. Man fährt zu zweit nebeneinander und kann miteinander sprechen. Beim Schwimmen kann man das auch, aber nur in den kurzen Pausen. Aber deshalb ist das halt auch ja, wirklich sehr schön. Wir sind teilweise sonntags morgens um 6 Uhr gefahren. Wahnsinn. Also, sonntags um 6 Uhr aufstehen. Nee, das war super. Wir hatten die Straßen für uns, waren dann um 7:45 wieder da. Jeder hat mit seiner Liebsten dann gefrühstückt. Also das ist schon, ich sage den Menschen immer, versuch doch einfach mal einmal, wenigstens einmal die Woche. Oder von mir ist auch einmal im Monat, wenn dir die Ideen ausgehen. Aber wie können einem die Ideen ausgehen? Mach mal was, was du noch nie gemacht hast, was du noch nie im Leben gemacht hast. Also ich bin jetzt, ich habe das am Montag gemacht, habe ich zu meiner Frau am Sonntag gesagt, weißt du was, morgen Mittag um 12 Uhr gehe ich hier bei uns in die Eisdiele und kaufe mir eine Kugel Eis, die ich mir noch nie gekauft habe. So, und dann sind wir zur Eisdiele und jeder hat sich eine Kugel Eis drauf machen lassen, die wir sonst nie bestellt hätten. Und natürlich war die lecker. Ich hatte, ich glaube, Aprikosensorbet. Sonst bin ich eher so ein Typ, so Stracciatella, Snickers ja, oder Kinderschokolade-Eis. Ja, und das war super. Und immer mal irgendwas machen, hey, das mache ich jetzt mal so. Was verliere ich denn? Außer, dass ich aus meiner Routine rauskomme. Aber Routine heißt ja auch einfach mal sich nicht weiterentwickeln. Ja, also, also du hast ja jetzt mehrere Inspirationen en bloc gegeben, alleine schon zu beginnen, zu sagen, zu überlegen, ob man sich 4 Wochen auch mal persönlich coachen lässt in so einer engen Frequenz, halte ich für einen unheimlich energievollen Einsatz im Verhältnis, du machst 30 Jahre nichts und investierst 4 Wochen, das ist wie im Abnehmen. Ich investiere eigentlich 12 Wochen, 16 Wochen, habe 10, 15 Kilo weniger, im Verhältnis zu 20 Jahren dick sein. Ist ja nichts im Verhältnis. Ne? Genau. Ja, das ist ja irre. Ja. Und mein anderen Eis zu essen, halte ich für risikobehaftet, aber müssten wir mal ausprobieren. Ja, ich meine, das Schlimmste, was dir passieren kann, einmal, ist irgendwie, ich mag es nicht, gut, dann hast du einen Euro, schmeißt das Eis in die Tonne, hast du sogar die Kalorien gespart, zerbröselst die Waffel, machst dir irgendwie eine Wiese, freuen sich die Ameisen und dann gehst du nach Hause und dann hast du halt kein Eis gegessen. Ja. Es ist ja auch nicht schlimm, es ist ja alles Luxus. Mhm. Also ob das jetzt Eisessen ist, ein Magnum im Kühlschrank haben oder abends, wenn du auf der Terrasse sitzt, jetzt gerade, heute ist ja auch wieder so ein toller Tag, abends um 9 Uhr sitzt und sagst, komm, machen wir uns einen Gin Tonic oder nicht. Kann man machen, muss man aber nicht. Man kann auch sich einen Kräutertee machen. Also das ist ja immer die, wie man darauf schaut. Ist das andere besser? Nee, es ist nicht besser, es ist anders. Hört auf zu bewerten. Wahrnehmen ist das eine. Aber alles zu bewerten, oh, das gefällt mir aber nicht. Und das ist doch, versuch das mal, geh mal durch die Stadt und versuch nur zu beobachten. Das ist schwer, weil wir sind in einer Bewertungsgesellschaft. Das fängt an im Kindergarten, Kind kritzelt. So, ich habe jetzt hier was zu schreiben. Dann machen wir so, so, so. Und so,
So, guck mal, ich hab ein Haus gemalt. Und dann kommt er, nee, hör mal, also guck mal, wie krumm das ist. Ein Haus, das hat gerade Wände, die Fenster sind oben und unten die Tür und dann ein schönes Dach. Guck mal, so sieht ein Haus aus. So, und das ist dann das richtige Haus. Und dann ist das andere nämlich falsch, ist damit bewertet worden. Und schon gehen die, und das Kind schafft vielleicht die geraden Linien nicht. Dann hört das Kind auf, Häuser zu malen, weil es eh falsch. Oder Eltern, die dann sagen, oder ich komme als Kind, ja, ich würde gerne das, ach komm, lass sein, das gibt sowieso nichts. Oder Mütter, die sagen, nee, mach das bloß nicht auf dem Spielplatz. Paulchen, renn nicht, sonst fällst du. In dem Moment, wo die fällst du, sagt, fällt er auf die Fresse. Machen lassen, einfach fließen lassen, Kindern Vertrauen schenken, dass sie schon die richtigen Grenzen auch kennen, gerade die Kleinen. Wenn ich diese überbehüteten Dinger, Kinder dann teilweise sehe, da denke ich auch, ey, was sollen wir aus denen werden? Die werden mit 20, werden die noch keine Waschmaschine anstellen können, sich kein Spiegelei kochen können oder braten. Also es ist. Es ist ja die geschulte Angst vor Fehlern und nicht das bewusste Schulen auf Risiko. Ja, ist Ja, auch überschaubares Risiko. Man muss halt immer die Konsequenzen abchecken. Und auch diese Fehlerkultur, die es ja nicht gibt. Ich habe da mal bei einem Vortrag, bei ein kleines Vertriebsteam von einem Telekommunikationsanbieter, 40, ich sage, pass auf, ihr seid jetzt in einem Unternehmen 1000 Mitarbeiter. So, und ein Mitarbeiter macht jetzt einen Fehler, der das Unternehmen 2000 Euro kostet. Könnt ihr euch dann vorstellen, 1000, die sitzen irgendwie so alle. Und was macht der? Der geht dann so runter. Oh, hat keiner gemerkt. Puh, Schwein gehabt. So, und dann, anstatt. Normalerweise müsst ihr, hey, alle mal herhören, hier, anderen 999, ich habe jetzt gerade den Fehler gemacht, der hat 2 Mille gekostet, macht ihn bitte nicht. Weil, so, in wenn er dann aber, ja, du Horst, hast da den Fehler gemacht, bist du für ein Otto, was soll der drin? Abmahnung, Abmahnung, so. Wenn der aber den Kopf einzieht und es geht gut, dann machen nochmal 1000 diesen Fehler und dann hat das Unternehmen 2 Millionen gekostet und dann wundern sich, dass die Zahlen nicht richtig sind. Also Fehlerkultur. Das ist das allererste, was du lernst im Sport. Was ist falsch gelaufen? Analyse. Du sagst halt klar, Feedback nicht. Feedback, genau. ja, wenn es denn Verbesserung. dann konstruktiv ist Verbesserungsvorschläge, ja. und alle unterstützt. Und richtig, was hätten wir oder wie kann man es besser machen? Und dann vor allen Dingen Kommunikation. Weißt du, hier hast du jetzt den Tour de France-Sieger, der hat schon zweimal die Tour gewonnen. Und hier unten ist der Neuprofi oder der 2 Jahre Profi. So, die sind dann im Teambus. Da sitzen die 8 und man diskutiert über den Etappenverlauf. Und dann darf der dem sagen: Hör mal, in dem Moment hätten wir vielleicht das und das machen sollen. Was passiert in einem Unternehmen? Hör mal, ich mache das seit 30 Jahren. Komm du nicht hier, du Pief. Ich mache Horst. das schon richtig. So, nein, konstruktiv ansprechen, in beide Richtungen kommunizieren. Von oben nach unten, klar, aber auch von unten nach oben. Das zulassen, das annehmen, den Horizont erweitern. Auch das fällt vielen gerade in so mittleren Unternehmen, wo dann jeder für sich guckt und dann den anderen noch mal ein bisschen wegdrängt, das fällt da schon sehr schwer und das ist schade. Stell dir vor, wir würden eine Feedback-Kultur wandeln können in eine Motivationskultur. Und jeder geht begeistert mit seinem Fehler in die Mannschaft rein und sagt, ey, das ist mir passiert, können wir daran arbeiten, dass das nie wieder passiert. Und Genau, mir These, die ich nicht aufstelle, und ist keinem ja, von euch. der Berliner Flughafen ist ja genau deswegen schiefgegangen, weil wir eine durchgängige Führungsschwäche haben in der Fehlerkultur, weil Leute Gewerke fertig gemacht haben, obwohl sie genau wussten, dass das dahinterliegende Werk eigentlich noch nicht eingebaut ist. Ja, und Genau, das muss man sich mal ja. vorstellen, weil Vertragsstrafen daraus folgen könnten. Also wie Öfter. weit wir sind, und in der Krise haben wir ja gelernt, wenn wir da ein bisschen offener werden und sagen, wir gucken in der Krise, Masken richtig, Masken falsch, geben uns auch eine Fehlerquote. Und auf einmal kommt was raus, wo wir sagen, wir sind auf der ganzen Welt wahrscheinlich mit vorne im Bewältigen einer Krise. Ist das nicht verrückt? Also wie schön? Also jetzt natürlich Quatsch zu sagen, Corona ist eine schöne Krise, Nee, aber. aber das, was wir daraus gelernt haben, das sind die Ja. Fehler, was wir machen. Und, aber dann ist es so, gerade so im April, da kamen dann wieder die Stimmen, ja, vor 3 Wochen hat der Drosten noch das gesagt und jetzt rudert der zurück. Ja, ihr zum Glück. Gott Zum sei Glück, weil Dank. es sind ja Erkenntnisse, die gab Ja. es vorher nicht. Es war für alle neu und Gott sei ganz, ganz Dank ist der schnell. Drosten kein Trump, der festhält an seinem. Genau, genau. Ja, Ja. gut, der ist ja jedenfalls. Ja. Er ist halt da, er ist eine Realität, für uns eine Realität, die relativ weit weg ist. Ja. Aber die wohnen ja auch alle. Ich habe viele Freunde in den USA, also die
die sind schon sehr besorgt, aber gut. Aber hallo. Ja, weil ja die Konsequenzen daraus, dass man nicht Fehler zugeben kann oder was weiß ich, ja, wenn man dann in machtvoller Position ist, dazu führen können, dass ja Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, die überhaupt sich nicht wehren können. Das ist ja eigentlich das Genau. Schlimmste. Ja, ich meine, der Trump, der wird immer gesund bleiben, weil er jeden Tag, ne, aber er geht das Risiko ein. Ja, aber ich würde gerne diesen, so sagen wir mal, dieses Thema so hochhalten, weil du gerade wahrscheinlich viele Menschen auch inspiriert hast, zu sagen, ey, was haben wir denn jetzt hier in der Hand? Ne, wir sind ja alle Themen durchgegangen, ne, Karriereende im Profisport und jetzt Corona und weiter, weiter und auf einmal kommt ein vierwöchiges Personal Coaching dabei raus. Ich will ja auf jeden Fall das, was wir damals erlebt haben, nicht so stehen lassen. Ne? Jetzt bin ich ja wieder ein bisschen kräftiger und weil wir beide für die Vortour auch unterwegs sind, würde ich gerne dann natürlich dieses Versprechen nochmal erneuern und wieder mal Kilos anbieten. Ich Das ist super. weiß nicht, bist du nächstes Jahr dabei eventuell? Hast du schon was geplant oder? Noch nicht. Der Termin wird wahrscheinlich wieder so roundabout August sein. Genau. Ich habe den Termin immer, schaue auch immer, dass ich zumindest einen Tag dabei bin, entweder beim Prolog oder sonst wo. Letztes Jahr habe ich ja geheiratet an dem Tag. Das war dann, Oh, ey, komm, also. das war dann unpassend, dann nochmal, weil wir haben dann auf Mallorca geheiratet am Strand, das war Ja, sehr schön. liebe Grüße Und an deinen Schatz und herzlichen Glückwunsch zu dem Mann. Also, ja, klar, gebe ich so weiter. Nee, also da können wir dann echt mal gucken. Also ich bin da auch jetzt zum Beispiel dieses Jahr für die Vortour gibt es ja auch, ich habe dann Gutscheine, es gibt Teammitglieder von mir, die haben dann auch Gutscheine erworben, die dann jetzt versteigert werden für ein Personal Coaching mit mir. Das wäre natürlich auch mal was. Der Marco Häb, ein Unternehmer aus der Eifel, der hat halt diesen Gutschein gekauft, gesponsert. Das wäre vielleicht mal ein Ding, so dann ersteigerst du den Gutschein und dann fahren wir zwei und dann reden wir mal unter drei Augen, wenn die Kamera aus ist. Oh, den habe ich auch noch nicht gehört. Wie geil. Ja, klar. Also, sagen wir, wieder zu Beginn, wie es damals entstanden ist, aus einer spontanen, mal wieder berghoch geschoben werden müssen, Aktionen. Und das sollte man einfach so aufgreifen, weil die Herausforderung entsteht ja hier so in so inspirativen oder konspirativen Treffen. Ja, sehr, sehr Genau. gerne. Und dann, dass man, sagen wir mal, den nächsten Podcast dann wieder macht mit einem Leistungswert aus dem Sport heraus jetzt, wo man sich wieder ein Ziel setzen kann, also bei der Tour mal nicht wieder geschoben werden oder überhaupt Lust haben mitzufahren, weil man nicht, sagen wir, den Leistungsrückstand, der ist zu groß dann, weil die Tour immer schneller wird und immer weiter wird und alles, ja. Na, das ist ja da, wo du gar nicht drüber nachdenkst, die 3 Tage, ja. Da denke ich dann, oje, oje, ne? Das stimmt, aber na gut, du hast jetzt genügend Transformationszeit. Also jetzt sind es 13 Monate. Ja. Wir können uns ja mal über eine persönliche Betreuung. Vor allem, es geht natürlich um das Regelmäßige, auch um das Commitment, es dann zu machen, wenn ich mal nicht dabei bin. Also das hat der Peter zum Beispiel sehr gut durchgehalten. Dann natürlich auch mit den Dingen so zu machen, die dann auch wichtig sind, um die Form, die Konstitution zu halten oder vielleicht noch zu verbessern. Aber das klappt sehr gut, weil grundsätzlich kommt es von hier, es kommt von innen aus dem Herzen. Wenn ich das Hallo. will, dann mache ich das auch. Und wenn ich es nicht will, dann kann ich noch so viel Personal Coaching nehmen, dann wird das Ergebnis nie dasselbe sein, auch wenn der Trainer immer daneben steht. Und wenn das nicht aus der eigenen, aus dem Inneren kommt, aus der Leidenschaft heraus, sich verändern zu wollen, zum Positiven, zum Langfristigen für die nächsten 30, 40 Jahre noch, dann kann man ja mal drüber sprechen. Ja, Vielleicht bei der brauchst du Wette da. damals war das ja so, wenn ich die 20 Kilo nicht schaffe, muss ich die nochmal selbst drauf bezahlen. So irgendwie, Genau. das war ein Riesen Effekt und aber Geld spielt nicht diese Rolle, dass ich das nicht gemacht hätte, sondern das, Natürlich. was die Inspiration dahinter war, dass ich dann dadurch letztendlich, der Michael Puderbach hat mir dann einen Startplatz beim Berlin-Marathon noch besorgt, was eigentlich unmöglich war, bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar für. Und das hat alles dadurch funktioniert und das sollte man jetzt einfach die Gelegenheit ergreifen, nochmal zu wetten. Ja, und jetzt bist du gefordert, diese Wette umzusetzen. Also Ah, nee, ich muss. ich hätte ja was zu schreiben. Was soll ich denn aufschreiben? Ja, Mensch, was brauchen wir denn? Also Was haben wir denn für ein wie Ereignis? Ne? Also was ich war das sag für ein mal, Ereignis?
Pass auf, ein Ereignis habe ich. Rund um Köln 2021 ist im Juni. Die kurze Strecke, 68 Kilometer. Es geht Ja. zweimal hoch. Ist das ein Rennradtrip? Das ist in Köln, also es ist eine Großveranstaltung, deshalb auch dieses Jahr abgesagt, also 5000 Teilnehmer. Ist so ein bisschen was wie ein Berlin-Marathon, gut, der ist jetzt mit mehr Leuten, aber Ja, es ist so, es ist wie ein, ja, wie ein Marathon, ein Volkslauf, ein Volksrennen, ja. über 68 Kilometer. 68 Kilometer ist, glaube ich, überschaubar. Ja. Ja, fahr doch. Wie viel Kilo hast du jetzt? Komm, ich schreibe auf. Ach Mann, ey. So steht hier 135. 135. Größe? 1,90. Okay, ja, weißt du Bescheid, ne? Also ich mache es dir jetzt ein bisschen einfacher, weil ich bin ja, also ich könnte jetzt so einfach mal runterrechnen, was so sportmedizinisches Optimalgewicht wäre oder so das Optimalgewicht. Ich mache es dir einfach. Du fährst rund um Köln. Köln ist ja eine Jecke Stadt. Da gibt es auch eine Jecke Zahl. Und du hast bei rund um Köln höchstens 111 Kilo. Das gefällt mir, die Zahl gefällt mir. Siehst du? Das ist übrigens mein Traumgewicht. Ich weiß, bei 110 Kilo kann ich Anzüge anziehen, passt alles wunderbar, kann Vortour mitfahren, kann Halbmarathon laufen. Na? Ja, und wann ist das nächste Jahr im Juni? Das ist nächstes Jahr im Juni. Termin würde ich dir natürlich rausschicken. Und so, was machen wir denn für jedes Kilo mehr? Also du schaffst das ja eh, aber trotzdem, so ein Wetteinsatz ist ja dann auch schon nötig. Ja. Ja, also du meinst, für jedes Kilo wird man nicht schaffen, oder was? Wieso wir? Also ich zeige dir, wie du es machst, aber schaffen musst du das ja. Also wisst ihr, das ist schon wieder, weil Verantwortung ist ja nicht teilbar. Ja. Also du hast die Verantwortung, um das so zu machen, aber Zeit ist ja auch genug, das sind ja auch nur Weißt 24 du, ne, ich Kilo. bin ja sehr gut im anderen das erklären, wie das geht. Und Ja. jetzt muss ich ja selbst wieder liefern. Und immer wenn ich im Leben Ja. selbst liefern muss, muss ich meine eigenen Methoden anwenden. Und das ist ja Ja. wie beim Schuster. Ne? Würde ich mich sehr, sehr freuen, dass wir sagen, wir gehen natürlich in der Aktion wieder hin, dass weil ich die Vortour im Herzen trage, Ja, dass wir klar. natürlich die Kilos wieder zu Umsatz machen und ich an Freunde die Fettkilos wieder verkaufe. Vielleicht bezahlen die ja nochmal für das alte wieder zugenommene Kilo. Ne? Und das können wir dann an der Tour machen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn man im Februar, März dann im Frühjahr in Mallorca dann vielleicht so einen Zwischenstopp bei dir machen kann. Da müssen wir drüber reden. Ja. So ein, was weiß ich, da könnte man so ein Halbzeit einführen. Ja, also ich sag mal, so eine Sache, wo dann auch, ich sag mal, gerade vielleicht auch aus dem Netzwerk der Vortour, die Anja Wendling war ja auch schon da mit ein paar Vortourradlern. Übrigens ganz liebe Grüße, mit der habe ich geschrieben. Ich soll dich Ah, ganz lieb schön. grüßen, Ja, Anja. danke, die Grüße zurück, aber ich werde es sicherlich auch die Tage nochmal kontaktieren. Dass man Ja. dann eventuell wieder so eine kleine Vortourgruppe macht, die ja auch dann so vom Leistungsvolumen und von der, ich sag mal, von der Art und Weise, wie sie halt Rennradfahren sehen, ich sage jetzt extra Rennradfahren und nicht Radsport, alle auf einer Wellenlänge liegen. Also da würde ich dann auch mal einen Termin raussuchen, Ende Februar, Anfang März vielleicht, weil das wäre dann auch nochmal der Kick-off Anfang März, Mallorca, ein bisschen Sonne noch, dann kommst du zurück, ist hier auch Frühlingsanfang und dann sind es nur noch 2 Monate, Ja. dann Sehr, kriegst du sehr das auch geil. hin. Ja. Und ich würde jetzt einfach mal gucken, rund um Köln, ja, wir machen jetzt keine Zielzeit fest, aber ja, ich lasse mir da was einfallen. 68 Kilometer, 4,5 Stunden. Schlecht, also da kommt dann auch der Besenwagen. Also, Nee, aber du wirst auch sehen, gerade am Anfang auf den flachen Stücken, wenn du dann halt auch in so einem Fahrerfeld bist, das kennst du ja auch von der Foto der Hoffnung, das ja. rollt ja ganz gut durch den Windschatten. Und ja, wir machen da was. Ich freue mich drauf. Ja, also da machen wir den Einsatz. Und was ist denn die Bestrafung, wenn ich die Wette verliere? Ne, das muss ja natürlich auch was sein. Das muss auch was sein, ja. Du verkaufst, die Bestrafung ist, dann, so ist der Lameng, würde ich mal sagen, dann musst du alle, das wird dann gut. Wir hoffen ja auch, dass dann wieder normale Zeiten sind und auch Ja. normale Einkünfte generiert werden. Also, dann müsstest du 2022, also 2021 kommt ihr Vortourradler dann in die Casa. Und Ja. auch die Anja ein bisschen so fürs Netzwerk mal nachfragen. Dann müsstest du 2022 alle, die nächstes Jahr mit dir in der Casa
zu Gast sind, musst du die einladen, dann musst du für die bezahlen. Oh! Ja. Also dann, das heißt, also ich mache das jetzt extra so, weil das ist ja dann für die was Gutes, für die ja. Was sehr teuer. Ja. Also gibt es die Option, also die Option ist nicht zu schaffen, die gibt es ja auch gar nicht. Also die gibt es schon, aber nur wenn. Das ist eine, ja, also das ist aber so, das ist eine großartige Herausforderung. Dann, ja, halten wir mal so fest. So. Geil. So. Da reiben sich schon einige Vortuler die Hände jetzt. Ne? So, hier das sind die Aufzeichnungen. Ja. Also da steht halt 68 Ruck, also für rund um Köln. Rund um Köln. 135 Kilo hast du bei einem 1,90 Meter. 111 ist das Ziel. Es geht die Spende-Vortour der Hoffnung. Ja. Und dann steht Februar Malle, vielleicht wird es auch der März werden. Ja. Und dann 2022 Pay for All. Falls ich verliere. Falls du verlierst, genau. Geil. Gut, ne? Ja. Und wenn ich gerade mal beschreiben darf, was jetzt gerade passiert ist, wenn man eine Entscheidung trifft und sagt, wir lassen das nicht einfach vorübergehen, geben einen inspirierenden Podcast da raus in die Welt, sondern wir treffen Entscheidungen, die jetzt das Leben wieder verändern von Menschen. Und das ist das, was mich so begeistert, besonders auch an dir, weil du, glaube ich, auch die Energie in Menschen erzeugst, ihr Leben zu verändern. Und die Botschaft an alle da draußen, ich suche natürlich Mitstreiter jetzt, die mit mir diese Wette mitbegleiten und auch vielleicht Lust haben, damit einzusteigen. Das finde ich total geil. Also ganz, ganz vielen Dank dafür, lieber Marcel. Ja, danke für dich und ich freue mich über die Wette. Und jetzt gibt es ja nicht nur eine Serviette, die es jetzt nicht mehr gibt, sondern es gibt ja einen richtigen Vertrag. Kommt jetzt bei mir im Büro direkt zwischen Bildschirm und Bildern meiner Kinder an die Wand. Ein Tesastreifen und dann in 3 Wochen kenne ich die Wette dann eh auswendig und werde sie nie mehr vergessen. Sehr, sehr geil. Ich bin sofort hellauf begeistert und diese Kraft, die jetzt entsteht, Das liebe ich natürlich sehr, sehr. Ne? Beim New York Marathon war das mein Lebenstraum, den ich mir erfüllt habe mit 40, da zu laufen. Und hätte ich mir da dann mit 50 den Lebenstraum nochmal, ist egal. Also im Buch nachher wird das natürlich mit der Tonne abgenommen, dann auch wieder ein Kapitel geben. Lieber Marcel, herzlichen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist, dass du hier den Leuten da draußen diese Energie geschenkt hast und ganz offen es rausgehauen hast. Ja. Jetzt steht gerade dein Bild. Bist du noch da? Ja, ich glaube, ja, ich bin noch da. Ja. Ich bin noch da. Ich habe Ihnen die Energie gar nicht geschenkt, sondern ich habe vielleicht, also sag mal, wenn man sich öffnet, dann kommt ja ganz viel raus, also bei mir ja eh, aber wenn man sich dann öffnet, dann kommt auch ganz viel rein. Und diese Energie, die ist ja allgegenwärtig, die ist ja überall. Man muss ja nur die Tür aufmachen und sie kommt rein. Ich hoffe, ich habe es geschafft, einigen Menschen so ein bisschen Durchzug zu machen in ihrem energetischen Haus und frischen Wind hineinzulassen. Und was man dann damit macht, das bleibt ja jedem selber überlassen, weil super. Einem tut das eine gut, dem anderen das andere. Ich freue mich einfach, wenn sich Dinge bewegen. Klasse, klasse. Also ganz herzlichen Dank an dich. Wir sprechen uns dann nochmal ab, dass wir uns da ganz eng mit Februar, März dann schon mal abstimmen. Machen wir. Sobald die Terminplanung rausgeht bei mir, ich mache immer so im August die groben Termine fürs Jahr. Anreise Sonntag, Abreise Samstag. Die Woche, da würde ich dann eine vorschlagen, würde ich auch mit der Anja parallel kommunizieren. Und dann, ja, die nimmt das in die Hand, die Anja. Wenn die es in die Hand nimmt, dann funktioniert es auf jeden Fall. Ne? Das stimmt. Auch Riesenkompliment. Dankeschön. Achim, danke dir auch und dann noch frohes Schaffen für heute. Ja, auch. Mach's gut, Marcel. Alles klar. Danke. Ciao. Tschüss.